Der Schweizer Fußball ist in der Krise. Renommierte Clubs stehen vor dem Bankrott. Wie geht es weiter? Meine Gesprächsgäste zu diesem Thema: der Raimondo Ponte, Trainer vom FC Luzern. Das ist richtig. Ich versuche mit einem verjüngten Spielerkader im klassischen 4-4-2-System zu einer Lösung. Dazu kommen wir gerade. Weiter in dieser Runde der Jack Boppeler, Spielervermittler. Und Jean-Paul Ngugi, Verwaltungsratspräsident der afrikanischen Finanzgruppe Afrospor aus Cocoville. Ah, Cocoville, hein? C'est la capitale de la République de Précaria, dont moi, je suis le président au pouvoir depuis 25 ans. Mais attention, hein? Avec légitimation démocratique, bien sûr, hein? Ich kenne ihn schon lange. Er hat mir schon ein paar Mal interessantes Material angeboten. Also kein Fußballer. Mehr so im kulturellen Austausch. Also, wenn ich einen Verteidiger gegen einen Stürmer austausche, dann. Dazu später. Der Herr Ngugi hat ja jetzt den FC Affolter gekauft und will den in die Champions League führen. Eigentlich ein Bratwurstverein. Aber ohne Schulden. Dann könnte ich jetzt die Verteidigung noch mit ein paar robusten Armenier bestücken. Und wenn sie dann aufsteigen, dann kommt vorne innen noch ein guter Jugo. Die Ausgangslage ist ja die, dass wegen dieser Verschuldung in der Nationalliga A nur noch der FC Basel oder eventuell GC eine Lizenz bekommen. Ja, dann muss der Modus schon wieder ändern. Aber spielt ja keine Rolle, kommt ja sowieso niemand raus. Ich bin schon dafür, dass der bisherige Modus, also da sind ja mit Punkte geteilt worden und dann hat man mit 4 multipliziert und nachher die Wurzel gezogen. Also für mich ist die Zukunft ganz klar ein Zweiermodus. Dann gibt es nur noch Basel gegen GC? Nein, natürlich nicht. Es gibt auch GC gegen Basel. Wir müssen einfach mindestens 50 Mal gegeneinander spielen und dann haben wir den Schweizer Meister. Jetzt hat ja der Fußballverband in einer demokratischen Abstimmung. Ah, non, 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 non. La démocratie, hein, ça ne sert à rien du tout. Il vaut mieux une seule personne au pouvoir qui est responsable de tout. Comme par exemple moi. Je suis président de la République, chef de police et directeur de la Banque nationale de Précaria. Voilà. Aha. Ich habe heute Abend noch ein Auswärtsspiel in Wiel. Vielleicht könnten Sie mir ja das Bahnbillett zahlen. Wissen Sie, unser Flügel, der Amaka Kalale, der hat ja seit Monaten keine Lohn mehr bekommen und hat 18 Kinder daheim. Könnten Sie meinen Kleinbus mitnehmen? Ich muss sowieso noch eine Lieferung machen in der Gegend. Kennen Sie den Roxy Club? Er hat dort noch ein paar ganz knackige Jungs. Das Wort vielleicht noch zur Zukunft. Oh ja. Mon grand-père, qui était un grand chef de tribu, il m'a dit, écoute, quand l'éléphant mange une banane avant d'aller se coucher, il dormira beaucoup mieux que comme s'il avait bu un café au lait. Voilà. In dem Sinn, auf Wiedersehen.